Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Einen Pfirsich-Melba-Streuselkuchen haben wir heute gemacht. Ein wunderbarer Kuchen, sage ich. Pfirsiche sind so eine tolle Frucht, das muss man jetzt einfach ausnutzen. Himbeeren dazu und ein paar Pistazien haben wir dazu gegeben. Ganz ein einfacher Rührteig mit Creme fraiche. Wirklich eine Köstlichkeit. Der ist schon leicht ausgekühlt und jetzt werden wir schauen. Schaut mal, wie schön der federt. Der ist ganz weich, weil in diesem Rührteig Öl und Creme fraiche drinnen ist. Deshalb ist der so schön federleicht, fluffig. Ein herrlicher Sonntagskuchen, würde ich einmal sagen. Schauen wir mal. Ui, schaut mal, wie der schön ist. Ein Prachtstück, oder? Ja, meine Lieben, was ich dazu alles gebraucht habe, welche Zutaten, das setze ich jetzt auf dieser Liste und dann viel Spaß beim Nachmachen. Okay, meine Lieben, wir starten mit unserem Pfirsich-Melba-Streuselkuchen. Der ist wirklich nicht schwierig, aber schaut mal, diese wundervollen Pfirsiche, die muss man einfach auch mal in einem schönen Kuchen verarbeiten. Das ist so eine herrliche Frucht jetzt, ein Traum. Ein kleiner Tipp, diesen Pfirsich-Melba-Kuchen kann man natürlich im Winter genauso machen, da nimmt man einfach diese Dosenfrüchte. Das geht nämlich genauso, aber natürlich die frischen ist um einiges besser. Wir starten mit unserer Rührmasse und zwar geben wir mal die Eier in den Rührkessel. Ohne Schale wäre am besten. Dann geben wir gleich den Zucker dazu, etwas Zitronenschale, kann man natürlich frische auch verwenden. Ich habe da noch ein bisschen ein halbes Becken offen und das muss weg. Und ein bisschen Vanillearoma geben wir dazu. Das passt da super. Pfirsich-Melba ist ja Pfirsich, Himbeer und Vanille. Das kann man natürlich auch weglassen. Und Vanillepaste nehmen, ist eh klar. Meine Vanillepaste, die brauche ich ja überall. Das Ganze mixen wir jetzt richtig schön schaumig auf. Also, dass wirklich ein richtig schönes Volumen bekommt. Dauert ca. 5-6 Minuten und dann geht's wieder weiter. Wenn wir dann so richtig eine schöne schaumige Masse haben, so wie wir, dann geht's weiter. Wir werden jetzt das Öl langsam einfließen lassen und dann geben wir unser Creme fraiche dazu. Das Öl ist schön verrührt in der Masse und jetzt geben wir das Creme fraiche einfach dazu. Das ist anstatt dem Butter. So. Und das Ganze noch einmal einrühren. Das Creme fraiche ist sofort eingerührt. Das geht ganz schnell, einfach nur damit es halt glatt gerührt ist. Mehr braucht man da nicht. Und es ist immer noch eine schöne standfeste Masse, wie man sieht. Da habe ich mir schon das Mehl vorbereitet, das Vanillepuddingpulver und da geben wir noch Backpulver dazu. Kleines bisschen verrühren und dann geben wir das hinein und rühren das ganz langsam. Also wir beginnen halt langsam zu rühren, damit wir nicht das Ganze im Gesicht haben. Wieder nur bis es einfach glatt gerührt ist. Ein bisschen schneller werden. Und schon ist unsere Kuchenmasse fertig. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, den Backofen vorheizen. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. 170 Grad Heißluft. Und jetzt werden wir uns das abfüllen.
in eine Tortenform. Wir machen heute eine Torte daraus, beziehungsweise eine runde Torte. Das Ganze kann man natürlich auch auf dem Backblech machen, als Blechkuchen. Dann würde ich empfehlen, dass man die Masse 1,5-fach nimmt. Das rühren wir mit dem Gummispatel noch einmal schnell durch. Und ich habe jetzt meinen Tortenring auf 26 cm eingestellt. Dann ist er nicht so hoch, ist ein bisschen eleganter, dieser Kuchen. Das verstreichen wir da drin. Ganz eine tolle Masse ist das von dem Öl und eben von der Creme Fraiche. Das ist wirklich ganz was Spannendes. Ein Pfirsich-Melba Streuselkuchen. Das macht Spaß, gell? Das ist doch die beste Sommerfrucht überhaupt, oder? Eine Pfirsich. Ein Pfirsich, so muss ich sagen. Jetzt muss ich noch unbedingt eine Pfirsich-Marmelade machen. Das ist die Lieblingsmarmelade von meinem lieben Mann. Mit Rum? Mit Rum, Pfirsich-Marmelade mit Rum. Eine Köstlichkeit ist das sogar. Gut, jetzt werden wir unsere Pfirsiche zurechtschneiden. Einfach in der Mitte, dann einmal drehen, dann geht der Kern auch ganz gut heraus. Wenn sie reif sind, geht der Kern sowieso gut heraus. Und ich habe da wirklich ganz eine tolle Ware gekauft. Da schaut man halt doch ein bisschen auf den Preis. Nicht das günstigste. Sie sollen fest sein und doch sollen sie, wie soll ich sagen, einfach reif halt. Essreif, gell? Genussreif, sagt man bei so Früchten. Die schneiden wir in so dünne Spalten, ungefähr so. Und die werden wir dann schön dicht nebeneinander auf unseren Rührteig legen. Einfach so rundherum. So mache ich das einmal fertig. Beziehungsweise, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen hexen. Hex, hex. Fertig gehext. So schaut das Ganze jetzt aus. Das sind relativ große Früchte. Deshalb habe ich da jetzt eigentlich nur 3 gebraucht. Wir machen ja einen Pfirsichmelba, deshalb kommen natürlich Himbeeren dazu. Ich habe da gefrorene Himbeeren und die stecken wir jetzt einfach dazwischen hinein, da wo die Hohlräume sind. Überall eine Himbeer hineinstecken, das funktioniert mit den gefrorenen natürlich super. Und das ist ganz ein toller Kuchen dann. Und jetzt noch die Streusel drauf, ganz super, Streusel ist sowieso einfach köstlich. Ganz nach Belieben einfach hineinstecken. Heute welche Platz haben. Natürlich wird der Teig ein bisschen nach oben steigen. Und, aber das sieht man dann sowieso nicht eben, weil wir ja die Streusel haben. Wunderbar. Stellen wir kurz auf die Seite. Und jetzt zu unseren Streuseln. Da habe ich mir kalte Butter, Zucker und Mehl schon einmal in die Schüssel gegeben und einfach, das ist sehr kalte Butter, das Ganze jetzt mit der Hand einfach nur abbröseln. Immer wieder so durch die Finger drücken mit dem Mehl, dann bekommt man eigentlich die schönsten Streusel. Ich habe da jetzt absichtlich nichts hineingegeben, kein Zimt und nichts, das passt da ja gar nicht. Man könnte einen Teil Vanillezucker nehmen, statt der normalen Zucker. Aber die Streusel schmecken einfach so am besten, finde ich. Und dann geben wir da noch ein bisschen Pistazienkerne dazu. Die kann man in die Streusel hineingeben. Man kann es da auf die Pfirsiche draufgeben. Man kann es aber auch erst danach, nach dem Backen draufgeben, dann bleiben sie halt noch schön grün. Es beginnt schon zu bröseln. Und das ist optimal. Crumble. Nicht Streusel, Crumble, sagt man ja heute.
Wunderbar. Und die geben wir jetzt da oben drauf. Ein bisschen verteilen. Es muss auch nicht alles abgedeckt sein. Man darf ruhig noch ein bisschen was sehen. Und wenn ihr da zu viel Masse habt, das wäre jetzt die Masse für einen Blechkuchen. Wenn das für euch zu viel ist, dann macht man sich diese Krampel einfach separat auf ein Backpapier und einfach ab ins Rohr backen. Das ist total super gut zum Naschen. Ich streue da jetzt ein paar Pistazienkerne darüber. Und so geben wir das Ganze jetzt in die Mitte des Rohres für ca. 35 bis 40 Minuten. Meine Lieben, unser herrlicher Pfirsich-Milberkuchen, Pfirsich-Milber-Streuselkuchen, muss ich sagen, ist fertig. Ich habe jetzt ca. 40 Minuten eingestellt. Ich habe bei 35 Minuten einmal eine Stäbchenprobe gemacht und das reicht jetzt völlig aus mit 40 Minuten. Der duftet fantastisch, kann ich euch nur sagen. Den lasse ich jetzt natürlich auskühlen und die restlichen Crumbles, die restlichen Streusel, die werde ich jetzt ins Rohr hauen für ca. 10 bis 15 Minuten und die gebe ich dann auch vielleicht noch oben dazu. Ja, er war wirklich einfach und schnell. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept aus. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.